herzliches Hallo von mir heute zu unserem letzten Treffen der Literaturfreunde im alten Jahr. In diesem alten, denkwürdigen Jahr 2020, das so anders war, als wir es uns je hätten vorstellen können. Natürlich habe ich heute deshalb auch ein, denke ich, sehr passendes Gedicht für uns alle herausgesucht, mit dem wir mal den Start in ein gutes 2021 wagen können. Der Autor heißt Richard von Schaukahl und ist Österreicher. Er hat ein Neujahrsgedicht geschrieben, es heißt Ein Kinderlied. Das alte Jahr hat über Nacht in aller Stille sich fortgemacht. Das Neue ist noch ein kleines Kind, es weiß noch gar nicht, wer wir sind. Und ist doch unser Herr von heut, hat Macht über so viel tausend Leut. So wollen wir denn, ohne umzuschauen, ihm alle unsere Sachen anvertrauen. Es stammt aus einem großen Haus und kennt sich ganz gewiss bald aus. Jetzt dachte ich mir, wir sollten dem neuen Jahr ganz viel Anlass geben, neue Impulse, neue Denkweisen, neue Ideen kennenzulernen und sich nicht nur den Alten anzuvertrauen. Vor allem aber wünsche ich uns allen, dass wir in der Lage sind, alles, was im kommenden Jahr schön ist und gut, voll Dankbarkeit zu genießen. Lass uns das Leben auch ein wenig feiern. Zum Wohl und auf uns alle und unsere Zukunft. Prosit! Und zum guten Schluss oder zum guten Beginn. Natürlich starten die Literaturfreunde fulminant ins neue Jahr. Die Stadtärztin wird natürlich nächste Woche weitergehen. Und außerdem wird es morgen ein ganz besonderes Projekt geben. Schaut mal rein, es handelt sich um Literatur und Mode. Das wird spannend. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann und feiert schön. Tschüss.